du da? Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut. Du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von GTA San Andreas. Aber vorher ziehen wir noch einen durch, du Hund. Nachdem wir im letzten Part den Beat the Gog bestanden haben, werden wir nun heute illegale Straßenrennen machen. Ja, das wird sehr schön. Wie viele gibt es? Es gibt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das sind mehr als genug. Okay, gut. Ja, dann machen wir mal, ne? Ach, da fahren wir bestimmt... Ach, Go-Kart, da steht's dran. Okay, da fahren wir Go-Kart, interessant. Gut, ja, dann würde ich mal sagen, wir stürzen uns mal rein ins Abenteuer und mal gucken, wie lange wir dafür brauchen. Dirtbike Danger, ach, da fahren wir bestimmt mit einem Quadbike, Bandito, Go-Kart. Ja, mal gucken, wird bestimmt lustig. Wir gucken einfach mal, ne? Die ganzen illegalen Straßenrennen in San Fierro. Ja, kommt, wow. Das ist ein mega Wahnsinn, wow, scheiße. Oh, ficken. Wie schnell man hier ins Trudeln geraten kann, das ist furchtbar. Komm schon, komm schon. Komm, wir müssen Bus bauen, wir müssen eilig. Wow. I'm just waiting for this moment for all my life. So long. Gut, die lassen wir schön Staub schlucken, das ist sehr gut. Das sieht sehr gut aus, das sieht sehr gut aus. Wer hat das Auto in den Weg geparkt? Oh fuck. Da war ich ein bisschen zu abgelenkt, ne? Oh fuck, da kommen sie alle, da kommen sie alle, da kommen sie alle. Da kommen sie alle. Komm, gib Gummi, Mann, gib Stoff. Stoff, Mann. Fertig. Ja, den Idioten hier bei einer Fahrt reingefahren, ne? Kurz vom Ziel. Und das Flugzeug wäre bei einer abgestürzt. Oh, fuck, war der tief. Sehr tief geflogen ist der Typ. Alter, was für ein Trottel. So, nächstes Rennen. Go, Johnny, go. Go, Johnny, go. Go. Johnny, be good. Wow, fuck. Alter, das sind ja alles Wahnsinnige hier. Was ist da los? Boah, Ficker. Komm, wir schaffen das, Mann. Wir schaffen das, Mann. Oh, fuck. Ist gut, Mann. Ist gut. Boah, Alter, ich hoffe, die haben sich alle hingelegt und verrecken hier gerade alle. Das wäre schön. Es ist verdammt leicht, sich mit den Dingen auf den Kopf zu legen. Nicht, dass mir das passiert wäre, nein. Mir doch nicht. Man achte bitte auf meine kugelsichere Weste. Ja. Es ist direkt beim Start passiert. Ich bin losgefahren, jemand hat mich gecrashed, ich lag auf dem Kopf, aber das habe ich rausgeschnitten, weil es peinlich gewesen ist. Alter, man kann den Kopf erkennen, aber gut, hier kann man rüberfahren, das ist gut. Ich habe nur das Land nicht mehr gesehen, das war ein bisschen unangenehm. Johnny, be good. Oh, war's knapp. Ich war von dem Flugzeug gerade abgelenkt, ey. Irgendwie sind hier gerade überall Tiefflieger unterwegs. Flugzeuge, die uns alle an die Wäsche wollen, das ist ja furchtbar.
Vielleicht finden wir irgendwo Bigfoot. Bigfoot, der hier an der Straßenecke lauert und uns Auto demolieren will, wer weiß. Hallo Bigfoot, jemand hier? Ne, sieht nicht so aus, ne? Geil, Mann. Bereit fürs nächste Rennen. So, als nächstes, ach, Go-Kart bestimmt. Ja, wir gucken mal, komm. Ja, es ist sogar Kartbike, ach, ist ja schön. Ich meinte, Bob, ja, Go-Kart. Alter, wir sehen aus, als ob wir eine Gruppe besoffener Leute wären, die gerade... Oh Gott, ja, ja, wir sind gerade eine... Oh, Alter, als ob wir gerade besoffene Schnapsidee hätten. Drei Tage wach. Nächste Party kommt bestimmt. Drei Tage wach. Drei Tage wach, jetzt machst du langsam schlapp. Dauern ging allerdings drei Tage wach. Drei Tage wach, jetzt machst du langsam schlapp. Truff, truff, truff. Aus dem Weg, Mann, ich hab's eilig. Drei Tage wach, jetzt machst du langsam schlapp. Das ist geil, das ist geil. Drei Tage wach. Nächste Party kommt bestimmt. Drei Tage wach. Okay, auch wenn meine Party-Meute gerade weg ist, das finde ich gerade ein bisschen schade. Fuck, muss ich jetzt lange? Ich kann gerade den roten Punkt nicht sehen. Ohne Mist, wo ist der rote Punkt hin? Ist ein grüner, okay. Ja, da lang, wie es aussieht, ne? Drei Tage wach, jetzt machst du langsam schlapp. Wir hätten in die Richtung los, okay? Ja, war mir jetzt nicht ersichtlich gewesen, wo ich jetzt lang muss. Drei Tage wach, jetzt machst du langsam schlapp. Das Hupe ist ja vielleicht süß. Ah, oh, wirkt ein bisschen was von einem Bobbycar. Das Motorengeräusch hat aufgehört. Das ist ein schlechtes Zeichen, nehme ich an. Ich habe keine Ahnung, wenn bei einem Auto mit der Motor nicht mehr hörbar ist, ich glaube, das ist ein schlechtes Zeichen, oder? Ich bin kein Mechaniker, ihr dürft mich gerne korrigieren. Ja, Sweet Victory. Yippie. Drei Tage wach. So, nichts reden. So, kurz Doping, kurz gleich ertrinken. Zwei Kilometer. Ach komm, das überleben wir. Ja, sehr gut. Es geht los. Alter, jetzt mal nicht so aggressiv hier vorgehen. Was ist da los? Alter, der wollte mich gerade crashen. Ich hab's gesehen. Der wollte mir reinfahren. Was ist da los? Drei Tage wach. Jetzt machst du ganz im Schlapp. Weg, Mann, ich hab's eilig. Der will mitmachen beim Rennen, alles klar. Dum, 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 dum.
Delight und Delirium Delight. Hoch da, okay, von mir aus. Manchmal ist es echt nicht ersichtlich, wo man langfahren muss, aber egal. Dum Delirium Delight, Dum Delirium Delight. Yes! Das sieht doch gut aus, das sieht doch gut aus, das sieht sehr gut aus. Oh, scheiße. Oh, fuck. Geht er mit oder erwischt? Drei Tage wach. Ficker. Sieht gut aus, wir können gewinnen, wir können gewinnen, das ist gut. Sieg auf ganzer Linie. So. Merkt euch, wie ich geparkt habe. Nächstes Rennen. Okay, das sieht interessant aus. 8 Kilometer, okay. Wir gucken mal. Ah, mit solchen Autos. Okay, das könnte spaßig werden. Hey. Hey, oh, Alter. Jetzt werde ich hier rummenstruieren. Was ist da los? Alle überholt, alle überholt. Sehr gut. So gut auch so bleiben. Jetzt hat der Regen eingesetzt, das ist sehr gut. Da drüben, links abbiegen, okay. Alter, was ist da los? Vorne wieder eine Kochschule oder was. Ja, der hat nur. Ja, der hat in der Kochschule fahren gelernt, ich wusste es. Johnny B. Scheinbar, CJ, scheinbar. Leute, geht mal hier weg. Entschuldigung, entschuldigen Sie bitte, ich muss da durch. Entschuldigen Sie bitte, Hallöchen. Aus. Ah, wir müssen jetzt da runter, okay. Nur nicht zu viel Gas geben, nur nicht zu viel Gas geben. Ja,
Alter! Alter, was war da denn los? Ey, das war ein Geisterfahrer. Meine Konkurrenten hat aus der Kurve gehauen, das finde ich doch sehr toll. Ja, du hast den ganzen Weg zurückfahren, wa? Bis dahin bin ich dann nach einer halben Stunde schon Weltmeister, ja. Ah, Mann, das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ficker. Sehr gut, weg mit dir. Sweet Victory, das riecht nach Sieg, das riecht nach Sieg. Das riecht nach Sieg. So, der große Endkampf, 10 Kilometer übers Land. Mal gucken. Dann schau mal. Oh, wir fahren einen Bullet. Das ist sehr gut. Oh, ich darf jetzt den gerade rausgehauen hat. Habt das gesehen? Der hat es ja mächtig gerade rausgehauen. Auch rausgehauen, sehr gut. Wir haben nur zwei vor uns, die brauchen wir noch. Aus dem Weg, Mann, aus dem Weg. Alter, die können alle nicht Auto fahren. Ich fahre und fuhr gegen ein anderes Auto, das den Weg blockierte. Scheiße. Gut, ja, der kann auch nicht Auto fahren. Ist gut, da bin ich ja beruhigt. Mensch, bin ich ja beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin. Leute, ich bitte wissen sollen, dass illegale Off-World-Deathmatches illegal sind. Also da mal wieder den Rand, der Rand ins Nichts. Warum nur? Warum? Das ist so verbuggt und so scheiße. Warum? Sieh. Das irritiert total. Man kann unter die Map gucken, als ob da was abgeschnitten wäre.
Ja, blöd, Mann. Du hättest bitte wissen sollen, dass illegale Off-World-Deathmatches illegal sind. Sehr gut aus. Ja, was für ein Blödmann, dachte ich mir auch gerade. Aber das sieht gut aus, das schaffen wir. Ich bin gerade höchst konzentriert. Ah, jetzt mich ja fast aus der Kurve gehauen. Ich habe einen guten Vorsprung, nehme ich mal an. Ich kann zwar die anderen Fahrer nicht sehen, aber ich glaube, ich bin ganz gut dabei. Aha. So, und das waren jetzt 10 Kilometer gewesen, okay. Kam jetzt zwar nicht so vor wie 10 Kilometer, aber ey. Von mir aus, wenn sie sagen. Pass auf, 5 Minuten, Zeit von 5 Minuten. Also ich habe gefühlt, ja, für die 2 Kilometer habe ich nur 20 Minuten länger, ich meine 20 Sekunden länger braucht. Sind ja Sekunden. Jetzt mal ohne Mist. Ja, war auf jeden Fall sehr spaßig. Gut, meine Lieben, würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei, egal was ich mache. Vielleicht mache ich dann die ganzen Zugmissionen. Es gibt ja auch Zugmissionen, San Andreas. Der fährste Züge von A nach B, das ist auch ziemlich geil. Ey, boah, das war eigentlich eine geile Idee. Dann fahre ich beim nächsten Mal Züge durch die Gegend. Gut, meine Lieben, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich dann Zugfahrer aus Leidenschaft bin. Bis dann würde ich sagen, passt euch auf, macht's gut, meine Freunde. Ciao.